Hallihallo, Hallöchen und herzlich willkommen bei einer weiteren Runde Let's Play Minecraft. Wir haben in unserer kleinen Welt in den letzten Aufnahmen ja eine kleine Mühle hinten gebaut. Ich werde uns noch eine Meile dahin führen und damit wir es einmal begutachten können. Wir haben natürlich die ganze Inneneinrichtung noch nicht komplettiert. Wir wollen noch Zäune außenrum machen, also es wird noch einiges folgen. Wann ich das machen werde, weiß ich jetzt noch nicht. Ich wollte mich jetzt erstmal ganz kurz ein wenig davon distanzieren. Ich glaube, nee, ich hatte keine Stufen mehr gehabt, leider. Und, also distanzieren nicht komplett, aber ich werde erstmal an anderer Stelle noch ein wenig weiter fuhrwerken, murksen. Und zwar musste nämlich unsere Landwirtschaft hinten weiter gefüttert werden, weil wir brauchen nämlich Leder und ähnliches. Und ja, das kann ich auch mal weiterbauen, die Zäune hier. Und ja, es gibt einiges zu tun. Deswegen werde ich jetzt mal ein bisschen hin und her bauen. Und hier fehlen auch noch Blümchen, wie ich sehe. Und die müssen natürlich auch noch gebaut werden. Aber wie gesagt, wir werden uns erstmal in dieser Folge um die schöne Landwirtschaft kümmern. Ich habe noch so viele Sachen hier drin, die ich gar nicht weggebracht habe. Verstehe ich überhaupt nicht, warum. Oh ja, wen haben wir denn da? Zwei böse Freunde. Drei? Leckt mir am Arsch. Da kann ich froh sein, dass ich hier immer so vorsichtig bin. Weil wie gesagt, ich weiß ja langsam schon, dass wenn ich hier einen Creeper habe, dass hier direkt fünf oder so drin sind. Und... Hä? Wo ist denn der jetzt hin? Da war doch gerade noch einer gewesen, oder nicht? Und das alles am helllichten Tage. Die wollen mich doch alle ärgern. Ja, ist auch egal. So, ich muss erstmal ganz die ganzen Sochen wegballern. Ach, wir können die Scheiben, die Fenster, die können wir noch reinmachen. So, weil die können wir eigentlich noch reinballern. Ein paar Eier und so eine Quatsch. Musik hier weggepacken. Das muss weg. Ach komm, die Erde können wir eigentlich auch schon mal hier reintun. Ja, Kies brauchen wir jetzt erstmal nicht. Bücher haben wir zwei Stück mitgenommen aus unserer alten Gegend. Die Türen packe ich mal hier rein. Ist ja eigentlich egal. Und ich muss mir unbedingt hier alles sortieren. Was ist denn jetzt hier los? Achso, das ist die Fackel. Bruchsteine brauche ich gerade nicht. Ich glaube, war das hier die Kiste. Hier davon brauche ich noch, ich glaube, vier waren das. Und dann können wir uns Möhren mitnehmen. Wir können uns ein paar Görnchen mitnehmen. Nehmen wir mal hier welche mit. Und da, das müssen wir mitnehmen. Und dann können wir uns nämlich auch noch gleich oder später oder irgendwann in anderen Folgen. Eichenholz nehme ich mal. Können wir uns nämlich auch... Dings hier machen, und zwar, wie heißt es? Ich habe schon wieder vergessen. Schafe können wir uns nämlich auch hier ranzüchten. Weil die werden wir nämlich auch hier benötigen irgendwann, weil die Wolle, wir haben es ja in der letzten Folge gesehen, mussten wir extra in die andere Region von uns watscheln. So, und hier machen wir... Ah nein, das ist ja das Falsche. Ich will ja gar keine Dings haben. Jetzt weiß ich gerade nicht, wie man... Ja, das ist jetzt wieder ein bisschen peinlich, weil ich jetzt gerade nicht weiß, wie man... Achso, ich glaube, Moment, na, jetzt habe ich hier zu viele. Jetzt habe ich zu viele in der Hand. So, ich gucke einmal ganz kurz nebenbei, wie das Rezept noch dafür war. Ich muss noch mal im iPad, das dauert nur ein bisschen, einen kleinen Moment. Oh, bis der hier reagiert, das ist unglaublich. Was suche ich denn überhaupt? Zaun. Schon sagen, jetzt habe ich schon wieder nicht mehr gewusst, was ich da am Suchen bin. So, ein kleiner Moment, es lädt, ach. Ach, okay. Hör auf, saget mir nicht. So, die beiden und wenn es mich jetzt nicht alles irrt. So, perfekt und dann können wir doch direkt mal, wenn wir doch schon mal hier am Suchen sind, das Zauntor suchen. Da gucken wir mal und ich finde es auf Anhieb nicht. Ich glaube, Moment. Ich habe keine Bretter mehr. Kann sein. Also wie gesagt, ich bitte das zu entschuldigen. Aber ich merke mir die ganzen Rezepte irgendwie nie. Wenn ich sie nicht mehr brauche, dann kommen sie in Vergessenheit. So, ich gucke einmal, ob es das ist. Zauntor, perfekt. So viel brauchen wir ja gar nicht. So viel brauchen wir nicht mal ansatzweise. So, wir gucken einfach mal, wir machen uns mal so drei Tore, das wird eigentlich auch reichen. Also gehe ich jetzt einfach mal scharf davon aus, dass es reichen wird. Scharf! Ja. So, die können weg, die hier können weg.
glaube, das reicht jetzt. Ja. Wir gehen aber ganz kurz zur Mühle und dann machen wir den Abstecher hinten rum. Auch wenn sich das jetzt eigenartig hat angehört, aber trotzdem. Nur ist das doof, dass ich hier oben es nicht auf dem Kies gebaut habe. Und hier hinten mache ich die ganzen Wege so, dass es auf dem Kies ist, glaube ich. Oh Gott, ein Nieser bahnt sich an. So, ich muss da mal ganz kurz das Mikro wegballern. Weil ansonsten wäre es, glaube ich, echt hässlich laut geworden. So, wir gucken mal. Achso, wir wollen erstmal das Glas hier installieren. Ihr habt einen Installateur bestellt und zwar fehlte das hier noch. Wir wollen jetzt hier keine bunten Gläser reinmachen, weil ich glaube, es würde absolut nicht passen. Das würde absolut dann ja, zu bunt aussehen. Wir wollen das ja hier im eigenen Gewand halten. Ich glaube, das sieht aber auch recht cool aus dann, wenn das so bleiben wird. Weil die Kirche, die hat ja auch eine andere Farbe und soll ja auch Kirche bleiben, ne? So, die können wir nämlich wieder zurück und dann können wir nämlich jetzt uns wieder um unsere eigentliche Aufgabe kümmern. Und zwar erstmal um die Landwirtschaft. So, wir nehmen mal hier die Abkürzung. Dann ist das ein bisschen schneller. Und ich hatte mir übrigens gedacht, während wir hier schon an Landwirtschaft und Ähnliches machen, wollte ich euch mal fragen, ob ihr eigentlich überhaupt noch so normale Formate lest. Also ich weiß ja nicht, ob ihr euch für Spielemagazine oder für Reviews, also für Testberichte interessiert oder ob ihr einfach die Spiele nach Werbung oder Ähnliches zockt oder beziehungsweise kauft. Und deswegen wollte ich euch mal fragen, wie es bei euch so ausschaut. Hier habe ich noch gar keinen Soundtor reingemacht, das ist natürlich peinlich. Dann können wir natürlich hier direkt einen Soundtor installieren. So. Und das müssen wir natürlich abmachen, weil wir wollen das Soundtor wieder haben. So, was haben wir denn hier? Du wirst gefüttert. Mehr gibt's hier anscheinend gerade noch nicht. Ein IP gibt es aber und bloß zumachen. Du sollst bloß nicht rauskommen. Und hier können wir jetzt gleich auch directly, so. Erstmal natürlich hier alle ein wenig Liebe machen lassen. Ja, kommt alle zu mir, kommt zu Papa. Das klingt jetzt ein bisschen verstörend. Ich gebe euch da irgendwie ein bisschen recht. So, du kriegst auch noch. Ihr auch noch. Du bist hier in der Ecke gefangen. Und ich glaube, jetzt haben wir hier alle. Haben wir hier alle durch. Dann können wir die nämlich erstmal häuten. Weil das müssen wir auch sowieso irgendwann mal machen. Weil wir brauchen Leder für Bücher. Auch wenn es immer brutal klingen mag. Oh, du brauchst dir gar nicht abzuhauen. Dich kriege ich trotzdem. So, du kriegst auch noch. Du auch noch. Ist halt mal das Blöde, weil Nutztiere und Ähnliches, ne? Auch in Minecraft. Nein, aber ich wollte damit sagen, ja, wie ihr das so seht, ob ihr überhaupt noch irgendwelche Spielemagazine lest. Ich weiß nicht, PC Games, GameStar. Ich habe, glaube ich, das letzte Mal so eine Spielezeitschrift. Irgendwie, wenn ich in Urlaub fliege oder sowas, dann kaufe ich mir gerne mal so eine Zeitung. Wollen die extra zu meinem Schwert? Also wenn ich in Urlaub fliege, da kaufe ich mir gerne mal so eine Zeitung. Aber ob es dann unbedingt eine Spielezeitung ist, weiß ich jetzt auch nicht so, weil das meiste lese ich ja sowieso, wenn überhaupt, im Internet, in den Spielezeitungen. Und ich meine, da ich ja sowieso als Redakteur auch tätig bin, beziehungsweise als freier Redakteur muss man ja eigentlich eher sagen, lese ich ja sowieso einige News auch außerhalb meiner Freizeit sozusagen, kann man eigentlich so betiteln. Und ich muss einmal kurz gucken, ob wir hier Schafe in der Nähe haben. Weil dann hole ich mir nämlich direkt mal welche hier ran. Aber ich glaube nicht, nee, nur Schweine hier. Nur die dummen Schweine. Was egal, die können wir auch hier mal kurz dezimieren. Weil wir wollen natürlich nicht, dass sie hier außerhalb großartig hier abgehen. Eigentlich ist uns das eigentlich vollkommen egal, habt ihr eigentlich recht. Ah komm, ich lass das mal. Übrigens da oben, sehr, sehr geil sieht das aus hier. Ich glaube, da oben werde ich mir etwas besonders... Obwohl, ja, nee, ich weiß es noch nicht. Ja, da oben werde ich mir aber, glaube ich, irgendwo so eine Burg oder sowas hinbauen, sowas in der Art. Dass das auch relativ cool wirken kann. So, und wir haben uns jetzt hier nicht verlaufen, sondern wir werden jetzt erstmal in unsere... Von der Seite gefällt mir, also es sieht nur aus wie so ein Betonklotz, also da... Könnte man, glaube ich, noch ein bisschen mehr Varianz reinbringen. Finde ich. Nee, aber ich wollte mich jetzt erstmal da hinten hinlegen. Und wie gesagt, postet mir einfach mal in die Kommentare unten rein, wie ihr das so seht mit Spielemagazinen. Ob ihr sowas überhaupt gerne lest oder absolut vermeidet. Achso, jetzt habe ich die Zauntore hier. Ob ihr sowas eigentlich gar nicht gerne lest.
oder ob, wenn ihr sowas lest, lieber auf die digitale Version zurückgreift. Ich weiß es ja nicht, das ist ja auch immer geschmacksabhängig. So kann man das machen. Einmal ganz kurz ins Bettchen legen und wir sehen die Mühle im Hintergrund und das sieht so schön aus. Nein, das sieht doch echt mal cool aus. Also das muss man echt mal lassen an der Stelle. Und hier habe ich mir natürlich meine Leitern nach oben gelassen. Die werde ich früher oder später noch gebrauchen. Oder gebrauchen müssen. Das ist nur die Frage. Soll ich hier großartig was machen? Ich glaube nicht. Ich werde nur hier schnell die Zäune weiterbauen. Dass wir hier wenigstens auf dem Weg alles haben. So, das geht da runter. Das geht hier lang, weil dann können wir da hinten... Wir bauen vielleicht erstmal den Vorplatz ein wenig weiter aus. Das können wir von mir aus machen. So, jetzt haben wir natürlich erstmal alles wieder leer. Also den Vorplatz da oben müssen wir auf jeden Fall weiterbauen. Da führt uns auch gar kein Weg dran vorbei. So, hier bauen wir es einfach mal so dahin. Ich weiß nicht, ob ich mir hier so ein kleines Zauntürchen hinbauen soll. Der so ein bisschen begrenzen soll. Was auf jeden Fall eigentlich gemacht werden sollte, ist, dass es hier so eine kleine Begrenzung gibt. Ich weiß noch nicht, ob ich hier vorne... Ne, ich glaube, ich mache das nämlich hier so. Da muss ich mir nur gucken, was ich mir noch hier reinbaue. Also damit es halt wirklich so aussieht wie so ein kleines Grundstück, was hier dem werten Herrn gehört, dem die Mühle gehört. Wer auch immer das sein mag, das ist ja auch vollkommen egal. Ich glaube, es interessiert auch gar nicht. Okay, ich brauche anscheinend noch mehr... Von, also dann können wir hier, machen wir glaube ich mal so, dass man hier rein kann. Warte, machen wir das hier so, dann sieht das glaube ich ganz cool aus. Und ein Zauntor können wir uns noch hier dann dran bauen. Wird das aussehen oder sieht das nicht aus? Ne, sieht nicht aus. Machen wir das weg und bauen hier vorne, machen wir hier drauf. Am besten noch so eine Beleuchtung. Und wir müssen auf jeden Fall, brauchen wir so Redstone-Lampen oder ähnliches. Weil ich glaube, das wird nämlich dann relativ cool aussehen, wenn wir erstmal... Warte, hier muss das drauf. Ich glaube, das wird nämlich weitaus besser an diese ganze Gegend hier passen. Wenn wir Redstone-Lampen gehen würden. So, hier müssen wir nur gucken, wie wir das hier alles weiterbauen oder erweitern wollen. Bin ich mir natürlich noch unschlüssig. Wir bauen uns auf jeden Fall erstmal noch ein paar... ein paar Zäune noch. Ich muss mal kurz gucken, wie weit wir überhaupt in der Aufnahme sind. Ah, die erste Aufnahme ist noch nicht durch. So, dich mache ich kaputt. Wo bist du jetzt hin? Was ist denn los bei dir? Hallo? Boah, der sieht ja hässlich aus. Ist ja ein hässlichen Typen. So. Was haben wir denn hier? Eichenholz. Eichelholz. Bah. Okay, das klingt wiederum widerlich. Gebe ich euch wirklich mal recht. So, die raus... Die rein. Ach, ich hatte ja genug Stöcke gehabt. Ja. War jetzt natürlich ein bisschen doof. Ist nicht schlimm. Doof ist, macht ja bekanntlich schlau, ne? Eigentlich nicht, aber ja. Was für ein geiler Spruch. Doof macht ja bekanntlich schlau. Also, ja, kluger Spruch. Da gebe ich mir mal recht. Natürlich nicht. So. Was können wir? Rohes Schweinefleisch, nur 2 Stückes. Davon haben wir auch nur 19. Eigentlich auch recht wenig. Ah doch, geben wir uns mal ein Steak. Ein Steak. Die Eier können wir da reintun. Das müssen wir da reintun und das müssen wir da reintun. Die Samen können wir auch da wegpacken. Dann müssen wir mal gucken. Ich glaube, Knochen hatten wir hier und Leder hatten wir hier. Also wie gesagt, wir müssen das unbedingt aufräumen. Müssen wir uns echt mal, glaube ich, ein bisschen Zeit für nehmen. Die Bruchsteine, die wollte ich noch an die Tür da hinten klamüsern. Und da muss ich mir Eisenspitzhacken mitnehmen. Haken. Okay. Ich glaube, ich muss diese Aufnahme mal in eine Höhle hinein. Oder in diese Aufnahme-Session in eine Höhle hinein. Damit wir uns mal wieder auf die Suche begeben. Nach ein wenig Erz. So. Drei Stück nehmen wir. So, wir bauen jetzt gleich auf jeden Fall ganz kurz nur die Umrandung weiter. Das mache ich immer ganz kurz hier. Nur Zauntor brauchen wir gerade nicht. Und danach werde ich mich in eine Höhle begeben. Müssen wir nur gucken, wo wir nach einer suchen wollen.
Dann brauchen wir natürlich noch ein Schwert, das wir noch mitnehmen und einen leeren Sack. Was wohl ein leerer Sack da zu tun hat. Naja, ich glaube, ihr wisst, was ich meine. Um die Dekoration haben wir uns echt extrem lange gekümmert und wir müssen echt auch mal zusehen, dass wir mal ein bisschen was anderes machen.